Ciao Jenny, das ist der Philipp Fankhauser. Am 16. August treffen hier und ich zuerst mal aufeinander am H2U in Uster und ich freue mich darauf. Obwohl der 16. August gleichzeitig auch ein trauriger Tag ist für mich und für ganz viele Musikfans rund um den Globus. Der Elvis Presley ist dann gestorben. Und so ist meine Frage an dich. Bei manches Jahr nach seinem Tod bist du auf die Welt gekommen. Hat Elvis überhaupt je musikalisch eine Rolle für dich gespielt? Ich werde dem Abend von seinen grössten Hits spielen am H2U und auf das freue ich mich sehr. Freue mich, dich kennenzulernen und bis dann. Hallo Philipp, danke vielmals für deine Frage. Ich freue mich auch mega fest auf den 16. August und um dich am H2U treffen. Ich muss aber an dieser Stelle kurz anmerken, dass das nicht das erste Mal ist, dass sich unsere Wege kreuzen. Nämlich haben wir uns vor ziemlich genau 10 Jahren schon mal flüchtig kennenlernen dürfen, als ich als Kandidatin bei The Voice mitgemacht habe und du in der Jury gehockt bist. Damals hätte ich wohl nicht gedacht, dass ich eines Tages auf der gleichen Bühne stehe wie du. Also das freut mich natürlich unglaublich. Jetzt in der Frage. Ich habe gesehen, ich bin 18 Jahre nach dem Tod von Elvis auf die Welt gekommen, im 95. Und er war natürlich auch in meinem Leben immer wieder Thema gewesen, vor allem so ein bisschen im Gespräch mit der Generation meiner Eltern. Ich habe seine Songs gelernt, um auch Geburtstage zu spielen, so ein bisschen 50, 60 Geburtstage von grossen Elvis-Fans. So habe ich zum Beispiel seinen Song «In the Ghetto» entdeckt, den ich mega schön finde, aber auch mega traurig. Und sein Song «Can't Help Falling in Love» ist immer noch top aktuell und mega beliebt. Und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was für welchen Song du dich entschieden hast und welchen, dass du dort am Freitagabend coveren wirst. Und mal schauen, ob ich den auch schon kenne.